Oh mein Gott, das war's. Ja. Ich kann ja gar nicht blocken. Es ist unmöglich zu blocken. Ja, ist richtig, GG. Es ist so krank. Es ist doch gar nicht so schnell! Deshalb! Junge, was? Ich hab nichts! Geil sogar. Die Karte ist viel zu broke auf einmal, WTF! Hey Leute, heute kommen wir zum ersten Mal zu den ersten Informationen zur neuen Season in Clash Royale, die wir schon vor allen anderen spielen können. Heute auch im Duell gegen Big Spin. Dazu gibt es wichtige Informationen, einfach mal schon zum kommenden Update und vielen Sachen, die sich in Zukunft ändern werden. Und damit würde ich sagen, auf geht's ins heutige Video und ja, viel Spaß. Und wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr ganz unten im Shop meinen Creator-Code eingeben. Jo Jonas, und lasst gerne ein Abo da für mehr Clash Royale. Wir starten rein mit der ersten Änderung und das betrifft tatsächlich eine Karte, die zuletzt mit am schlechtesten im Spiel war. Sie wurden am wenigsten genutzt im Spiel, zwar die Minions. Die werden ab jetzt 15% mehr Schaden machen. Ich werde jetzt nicht ewig über die Balance-Änderung reden, werde ich Ihnen nur kurz zeigen, weil wir dann eben noch Decks zusammenbauen werden und dann im Gegen-Big Spin ein Best of 3 machen und dort alles uns genau anschauen werden. Als zweites haben wir dementsprechend auch die Minion-Horde. Die wird ab jetzt genauso eben 15% mehr Schaden machen. Ist natürlich eigentlich eine gleichbleibende Änderung. Der mehr Schaden wird wahrscheinlich schon echt einiges bringen, aber schaut euch auch an, wie die Minions ab jetzt spawnen. Die sind weiter auseinander. Da ist so eine Lücke in der Mitte. Ne? Wir sehen das hier nochmal. Und dadurch sind die auch nicht mehr ganz so anfällig gegen Flächenschaden. Zum Beispiel Babydrache oder Magier. Ganz besonders spannend finde ich dagegen den großen Gräber. Schaut euch an, was hier passiert. Achtung. So, wir sehen ihn erstmal hier. Es ist bisher nichts Besonderes. Er hat ganz normal viel Leben. Er macht auch weiterhin gleich viel Schaden. Aber schaut jetzt, wenn er losläuft. WTF. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Ihr werdet es im Spiel später sehen können. Er hat ab jetzt statt normal der Geschwindigkeit schnell. Und damit ist diese Karte... Ihr seht es hier. Er rennt komplett. Er ist offensiv eine absolute Gefahr. Und ich kann euch sagen, es wird mit die stärkste Karte im Spiel werden. Ebenso interessant sind die Änderungen bei der Koboldhütte. Die wird nämlich komplett überarbeitet. Viele hatten sich das gewünscht, weil die Truppe eben ja komplett tot eigentlich war. Und ab jetzt kommen nämlich jedes Mal 3 Speerkobolde mit jeder einzelnen Welle raus. Das bedeutet ziemlich einfach natürlich, wir bekommen pro Welle mehr Speerkobolde. Dafür haben wir dann 2 Sekunden weniger Lebensdauer. Und die Speerkobolde spawnen natürlich auch langsamer und spawnen mit 0,5 Sekunden Verzögerung. Insgesamt sollte damit ein Speerkobold sogar weniger rauskommen, aber die sorgen für viel mehr Druck, weil die zu dritt sind. Und das ist der große Unterschied. Und vor allem sind halt instant 3 draußen. Und wenn dann ein Zauber kommt, dann habt ihr auf jeden Fall, ne, ihr seht hier, 6 oder sogar hier 7 Speerkobolde, die rauskommen. Das ist krank. Mit die spannendste Änderung betrifft den Wutzauber. Der Radius ist jetzt deutlich kleiner, aber das Interessante ist, wir haben eine feste Dauer, die wird immer 6 Sekunden betragen und ihr seht es schon, wir haben Schaden. Der Wutzauber wird ab jetzt Flächenschaden machen und kann Kobolde töten. Dafür ist der Radius viel kleiner und es gibt noch einen kleinen Knockback, aber was bedeutet das? Schauen wir uns jetzt einmal hier an, ne? So, wir haben jetzt Elite-Upper, Ritter, bam. Der wird zurückgenockt, kriegt ein bisschen Schaden. Muss aber auch sagen, was war das für ein unfassbar schlechtes Beispiel? Das werden wir dann hoffentlich gleich besser sehen. Gibt es da noch ein anderes Beispiel vielleicht? Ja, also auf jeden Fall, ja, wir sehen es jetzt hier nicht. Ihr werdet es dann später sehen. Es kann Kobolde killen. Ihr könnt einen Kobold fast killen, ihr könnt Skelette killen, ihr könnt alles auf dem Boden killen, gegen Luft geht es nicht. Aber das ist insane. Das ist eine kranke Support-Karte, gerade für Sparky, aber ihr seht schon, der Radius ist halt, ja, der ist halt wesentlich gerade. Man sieht es auch schon hoch. Genauso auch der Holzfäller, relativ einfach, ne, der Wutzauber, die Änderung wirkt sich auch auf den Holzfäller natürlich aus, sprich, wenn er stirbt, kann er eben eine Skelettarmee zum Beispiel töten und halt noch den kleinen Wutzauber droppen. Okay, darauf haben wahrscheinlich alle gewartet, was passiert mit dem Mönch und dem Phönix? Ich weiß nicht, wie viele es von euch wussten, aber der Mönch hat aktuell eine Nutzungsrate von immer noch 46% in der großen Herausforderung, also auf Competitive-Niveau. Ich denke, die meisten wissen, warum die Karte so stark ist. Kann alles reflektieren, ist viel zu stark gewesen. Und ihr schaut vielleicht auf die Stats, aber vielleicht haben es manche schon gesehen. Ihr müsst ganz oben links schauen. Der Mönch kostet aber jetzt 5 Elixier. Das ist sehr, sehr, sehr heftig. Ihr wisst, Elixieränderungen sind die krassesten Änderungen. Um es kurz zusammenzufassen, wir haben es jetzt noch nicht getestet, aber ich denke, der Mönch ist tot. Das bedeutet, alle Stats sind ja 25% für teurer vom Value, müsst ihr euch überlegen, ne? Das ist insane. Das ist absolut zu teuer jetzt auf jeden Fall. Und er ist halt auf keiner Höhe mehr jetzt mit einem, keine Ahnung, mit einem Skelettkönig oder auch mit einem großen Gräber, der auch nochmal stärker wird. Der ist auf einer Höhe mit einem Riesen. Und zuletzt haben wir natürlich den Phönix. Auch der wird verschlechtert. Der hat sogar eine Nutzungsrate nämlich von 70% gehabt. 70% Nutzungsrate, obwohl er verschlechtert wurde. Das heißt in 2 von 3 Matches. Überlegt euch das mal. Tatsächlich wird irgendwas nicht ganz so krass genervt. Und zwar hat er 13% weniger Leben. Ist natürlich ordentlich. Auch gerade wenn er respawnt, hat er ja dann auch 13% weniger Leben. Also ungefähr 130 Leben weniger, 150 Leben weniger. Und ihr könnt jetzt mit dem Lightning killen.
Wobei das jetzt nicht so viel bringt, weil wenn ihr halt einen Lightning offensiv auf den drauf wirft, dann kommt er trotzdem danach wieder ein Phönix aus dem Ei raus. Das heißt, ihr müsst nochmal dann irgendwas machen. Trotzdem angemessene Änderung und das heißt auf jeden Fall aus meiner Sicht Mönch, Tod und Phönix, weiß ich nicht. Wahrscheinlich immer noch stark, denke ich persönlich. Ganz wichtig, die Änderung für den Wutzauber kommen erst Mitte Dezember und das Ganze wird mit einem weiteren Update kommen. Das heißt, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Die Infos gibt es auf jeden Fall hier auf diesem Kanal. Und damit gehen wir rein in das allererste Match und ich spiele jetzt hier ganz klassisch. Okay, das spielt Schneeball. Ja. Tatsächlich Double Minions mit Riese. So, ist raus. Ja, okay, Double Minions mit Riese. Schön. Jonas hat ungefähr zu eurer Info. Oh, wie schnell ist der? Geil, das ist so geil. Oh, ganz kurz, ihr seht jetzt die neue Geschwindigkeit von dem Vieh. Also, das ist halt schon mal komplett insane. Das ist komplett insane. Das ist komplett insane. Das ist absoluter Wahnsinn, Alter. Ich wechsle. Oh! Ja, wechsel mal. Wir haben zu gute Minions. Ja. Okay. Was hast du jetzt ausgepackt? Tatsächlich den Phönix? Okay, ja. Interessant. Also, das Ding ist, Double Minions habe ich tatsächlich lange Zeit früher gespielt immer. Also, es war so einer der besten Metadecks damals, wer es nicht weiß. Und jetzt hat mit dem Buff 15% mehr Schaden. Da bin ich jetzt mal gespannt, was so kommt. Okay, würde ich sagen, wir testen es einfach mal. Oh, was hast du? Schneeball? Alter, okay. Die rasten aus, die Minions. Oh mein Gott, guck es an. Ja, die Kante ist geschmolzen, Mann. Jetzt guck mal selber, schau sie an. Oh mein Gott, so, oh mein Gott, es ist so krank. Oh mein Gott. Es ist so krank, es ist so krank, die ist so schnell. Der Sepp. Junge, was? Ich hab nichts. Junge. Das ist geil, das ist richtig, richtig geil sogar. Die Karte ist viel zu broke auf einmal, WTF. Oh. Also ich sag ehrlich, ich finde die Minions schon sehr stark vom ersten Eindruck, aber ja. der Mighty Miner mit der Geschwindigkeit. Ja. Man unterschätzt, was die Geschwindigkeit ausmacht. Der macht ja so einen Druck nach vorne und dann fehlen einem vielleicht gerade diese 2 Sekunden, die man vorher hatte, um irgendwas dagegen zu setzen. Der ist viel stärker, vor allem offensiv. Defensiv jetzt nicht unbedingt natürlich. Ja. Dafür ganz ist er krank. Vielleicht sogar schlechter, ne, weil er so schnell rennt. Ja, das könnte sein. Also wenn du einen großen Push aufbauen willst, dann ist er nicht mehr ganz so stark. Aber wenn wir ehrlich sind, ist der Mighty Miner eh meistens in Mauerbrecher oder in Lockbait-Decks gewesen und dementsprechend oder auch im Brückenspam. Und dementsprechend ist es eher in den Decks, wo er sowieso schon gespielt wurde, sehr, sehr nützlich, dass er so schnell ist. Vor allem, du kannst auch viel besser an die mit der Bombe sozusagen zu den richtigen Zielen kommen. Das ist auch komplett broken. Oh. Und guck dir an, wie der Lahm und von den Minions geschwellt wird. 15%. Junge, dein Mighty Miner, der ist schon am Turm, WTF! Ey, also erstes Match, man muss fairerweise sagen, ich habe ja natürlich jetzt hier auch Giant Double Minions ausgepackt und du hast Lava Hund, ne? Also würde ich jetzt schätzen, natürlich ein sehr gutes Matchup. Ja, definitiv, so, aber trotzdem. Hier. Ach, Digga, das ist so toxisch. Das for fun. Guckt es euch an, es ist so krank. Boah. Der wird so geschnetzelt. 15% sind. Jetzt der Mighty Miner, schau an, wie er rennt. Ja. Ey, ich kann mich kalt mit den Skeletten! Es ist so krank. Es ist so krank. Ich werde komplett vermöbelt, weil der Mighty Miner und die Doppelmins einfach so krank sind. Guck dir wieder an, wie der Phönix schmilzt. Beide Karten direkt. Also sowohl Mighty Miner als auch beide Minions. Unfassbar stark. Beide, glaube ich. Ich würde sagen, sogar beide Meter, würde ich schätzen. Komplett geschafft. Also Mighty Miner wird definitiv heftig zurückkommen. Okay, wir sind im Match Nummer 2. Das Ganze heute auf jeden Fall Best of 3 mäßig gehalten. Also mal schauen, weil jetzt habe ich aber echt einen miesen Nachteil. Denn jetzt spiele ich die beiden genervten Karten. Ich habe es dir vorhin schon gezeigt. Ne? Also zum einen haben wir den Phönix, der jetzt vom Blitz aber stirbt und 13% weniger Leben hat. Und zum anderen den Mönch für 5 Elixier. Das ist so also, krank. Also was sagst du dazu? Also ich sage, der Mönch wird definitiv tot sein, meiner Meinung nach. Denn die Karte... Für 5 Elixier hast du einfach zu gute andere Karten. Du hast den Mighty Miner, der ist super stark geworden für 4 Elixier. Der ist jetzt günstiger. Du hast einen Skelettkönig, du hast den Golden Knight. Das sind einfach alles viel stärkere Karten als der Mönch. Und dieses eine Elixier, da ist der Nutzen einfach nicht so viel gegeben. Und jetzt bin ich gespannt, wie du das machst. Ich hab's jetzt hier gerade schon. Der ist... Hallo! Hallo! Oh. Hallo! Hallo! Was soll ich denn auch machen? Ich kann auch immer bauen, was wäre der Thomas weg. Du hast nicht. Der alte Mighty Miner wäre 3000 Mal abgewehrt worden. Aber der neue Mighty Miner, wird so stark sein, weil er den Gegner so unglaublich doll unter Druck setzt. Ich sag's dir, wie es ist, Top-Meter-Karte. Ich bin abgefuckt, ehrlich gesagt. Das ist halt vor allem, ich hatte Mönch auf der Hand, hast du jetzt nicht gesehen. Ich hatte Mönch auf der Hand und das Ding kostet 5 Elixier. Das ist einfach dieser direkte Vergleich zwischen den beiden Karten. Früher war der Mönch jetzt broken und jetzt gerade Gräber viel besser. Und Mönch ist nicht mehr, hat gar keine Konkurrenz mehr zum Mighty Miner, weil er 5 Elixier kostet. In der direkten Interaktion ist der Mönch natürlich immer noch ganz cool, wenn du das Holz abwehren kannst, aber dass du 5 Elixier halt dafür investieren musst, das ist schon wirklich frech. Guck mal, ich setze diesen Typen hier ein für 4
und habe einfach tausendmal mehr Value draus, weil du so viel investieren musst. So, jetzt schau dir diese Geschwindigkeit wieder an. Das Ding ist, ich habe jetzt halt Skelette wenigstens dieses Mal. Ich hab eigentlich Skelette und Grabstein. Wo es fairerweise dazu sagen, ich habe die Defense auch vielleicht ein bisschen verkackt, aber... Ja, aber trotzdem, das ist ja gerade das Krasse. Das Clash Royale gewinnt ja der weniger Fehler macht. Und gerade wenn du Fehler so leicht provozieren kannst mit dem Mighty Miner... Ja, komplett. Das Ding ist so schnell, du kriegst da richtig Panik, wenn es auf dich zurennt. Ja, ist echt so. In was für einem Tempo das auch auf dich zurennt. Ich krieg richtig Angst. Das ist wirklich so. Fast als ob da irgendwie von dem Bahn begeben. Du kriegst richtig Schiss und denkst einfach nur, kacke, mein Turm ist dich. Und das passiert dann auch ganz schnell. Ja, richtig. Das ist dann auch Realität tatsächlich. Und das Schlimmste ist dazu auch noch... Oh lol, oh, Sekunde, okay, das war natürlich jetzt wild. Ja, ich hab grad einen wilden Fail gemacht. Dass auch der Mighty Miner auf dem direkten 1 gegen 1 auch kacke ist, ne? Also gut gegen Mönch ist gleichzeitig, oder? Oder bin ich jetzt dumm? Der Mighty Miner ist nicht so gut gegen Mönch. Ist doch nicht so gut gegen Mönch. Ist okay, ja. Aber hier können wir halt den Phoenix-Nerf sehen, ne? Das Ding stirbt einfach nur, kommt nix vom Poison. Ja, aber er lebt es noch. Komm, zieh. Ja, okay, guter Dings. Ja, okay, schwierig. Also du kommst halt sogar noch ran, ne? Aber ich hab gefailt ohne Ende. Ich hab einen Barbel in den Mönch gehauen. Aber am Ende des Tages bringt's mir halt einfach, bringt's mir halt gar nichts, ne? Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit. Du kannst halt auch gar nicht gefühlt eine Brücke blocken irgendwie, ne? Weil er so schnell ist, dass einfach völlig egal ist. Ja, oh mein Gott, das war's. Ja. Ich kann ja gar nicht blocken. Es ist unmöglich zu blocken. Ja, ist richtig. GG. Mönch tot. Das Ding rennt mir davon. Das ist einfach ein Sportler geworden. Als ob der, keine Ahnung, ein Athletiktraining gehabt hat oder so. Keine Ahnung, was sie mit dem gemacht haben. Ist echt so. Es ist das entscheidende Match 1-1. Wer jetzt gewinnt, gewinnt ja auch so das kleine Update-Battle zwischen uns. Und ich habe jetzt zum ersten Mal die neue Kobold-Hütte. Die spawnt jedes Mal 3 Kobolde und sorgt damit für viel mehr Druck. Ja. Okay, das ist dein Ernst. Ich habe die beste Truppe dagegen, aber trotzdem hast du völlig recht. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ist mein Ernst. Genau mein Ernst. Gott. Oh, yo. Das ist... Okay, ich hab schon eine Ahnung, du spielst Lamaloon mit... du spielst safe Lamaloon. Was? Was ist denn Lamaloon? Kann man das essen? Und nicht so, ganz ehrlich, das ist eh klar. Hä, warum? Okay, also das Ding ist, ich glaube, du hast ja hoffentlich zumindest keinen großen Spell mit. Ja, das ist der Hulu. Ja. Aber noch auf unschuldig tun, mal schauen. Das Ding ist, das ist auch interessant, dass du es jetzt zeigst, weil du siehst schon, der Musa ist komplett daneben. Ja, das bringt einfach gar nichts. Es ist geil, ich find's geil, weil das Ding ist, das ist halt furchtbar nervig, der Papa immer, ne? Diese ganzen ekelhaften Decks mit... Ja, mit Lamaloon, aber auch Elixier-Golem zum Beispiel. Oder auch Sparky vielleicht teilweise, wobei natürlich der Wutzbar auch stärker wird. Und man darf nicht vergessen, der Radius ist... Oh Gott, ich bin so dumm. Der Radius ist kleiner. Der Radius ist halt einfach viel kleiner. Richtig, der Radius ist kleiner, aber dafür haben wir auch eine Sache gelernt. Die Karte macht einfach jetzt Schaden. Oh, überleb! Nein! Oh, der Wutzauber, geil. Okay, den Wutzauber haben wir jetzt auch noch nicht genau gesehen. Der kann aber jetzt, wie gesagt, Kobolde killen, zum Beispiel, ne? Und die Truppen auch ein Stück zurücknorken. Ist es, denke ich, in dem Matchup jetzt gar nicht mal unbedingt so geil. Aber wie findest du mein Deck eigentlich? Was würdest du dazu sagen? Du bist auch, also du beschäftigst über Lamaloon, aber du bist der hässlichste im Ozean. Das ist ja die Härte. Aber guck mal, ich habe Schaden am Turm gemacht durch den Holzfäller. Oh, lol, der Wutz macht auch Schaden jetzt. Oh ja, richtig, Gott, genau, Ich glaube, irgendwie 80 oder so, ne? 70. Ungefähr ein bisschen mehr als der Sepp. Ja, okay. Das ist krass. Also das Spam ist halt schon echt schon hart, sag ich ehrlich. Wir sehen es auch jetzt schon. Also da ist dann vielleicht auch ein Bowler in Zukunft auch nochmal ein bisschen stärker, könnte ich mir vorstellen. Wobei eigentlich echt nur die Hütte auch stark wird, also mal schauen. So, jetzt hier so fette Minions da dazwischen. So. Und jetzt schaust du dir halt an, ne? Da siehst du es halt wirklich alt aus, muss man einfach mal so sagen. Und auch das war nicht der Play. Da hast du leider recht. Ach, Junge, jetzt kommt ein Mega-Ritter an der Brücke. Weißt du, du beschwerst dich über Lamaloon und spielst selber den Mega-Ritter. Du hast gar kein Recht, aber du bist selber in den Mitleider gefangen. Ja, und 30 Sekunden sind es noch. Aber ich sag ehrlich, also Lamaloon war auch schon echt... Bowler war geil, aber der Rest, ich habe halt auch einen Konter, würde ich sagen. Ne? Gerade mit der neuen Hütte. Ja, also du hast den Bowler gesehen, du warst extrem genervt. Aber man muss ja wirklich sagen, dass die Minions gerade auch so stark... Also ich meine, du hast nicht nur 2 Gebäude, du hast Minions und Flugmaschinen. Dein Deck ist auch der größte Kauderwelsch. Was spielst du da? Ne, also du merkst ja wirklich, beim Wutzauber, der ist deutlich, deutlich mehr Skill, sage ich jetzt mal, vom Platzieren herein. Aber dafür killt er halt Kobold. Man kann ihn einfach gegen den Kobold fast einsetzen und die Kobolde komplett töten. Jeder Lockbait-Man wird komplett sauer sein. Leute, würde ich sagen, lasst mir mal gerne ein Abo da für weitere Videos zu Clash Royale oder zum Update. Und schaut gerne bei Bixman vorbei, der ist noch verlinkt. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.